Thank you very much, comrades. I'm very happy to be here in your Congress. Vielen Dank, liebe Genossen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei eurem Kongress. And I came in a very special time. I came just the time that you were voting and you had this big majority, this big consensus in your decision, and I believe that this big majority, this big consensus and this program, it will be a big weapon for your electoral victory in the next elections against Mrs. Merkel, against neoliberal policy, against neoliberal forces in your country. Ich bin zu einer sehr, sehr wichtigen Zeit gekommen. Ich kam rein, als Sie gerade bei dieser großen Abstimmung waren, wo Sie diese große Mehrheit erreicht haben für Ihr Programm. Und ich denke, dass das eine große Waffe sein wird in der nächsten Wahl gegen Kanzlerin Merkel, gegen Liberalismus. So let me bring you our warm greetings of solidarity on behalf of the Coalition of the Left Movement and Ecology of Greece to the Congress of Die Linke. And first of all, we want to thank you. We want to thank you for your active support to the struggles that have been given over the past months by Greek workers against social regression, against the austerity measures, and the dismantling of the welfare state. Liebe Genossen und Genossinnen, warme solidarische Grüße im Namen der Koalition der Linken, von Bewegungen vom Umweltschutz zum Parteitag der Linken. Zuerst möchten wir Ihnen danken für die aktive Unterstützung für im Kampf in den letzten Monaten, die die griechischen Arbeiter gemacht haben, um Austeritätspolitik zu bekämpfen, um den Abbau des Sozialstaats zu bekämpfen. I can assure you that Greek people give this battle on behalf of the German people as well, since this is not a war between Germans and Greeks, but this is a war between capital and labor forces across Europe. And we want to thank especially Die Linke, because you constantly send a message that dissolves populism and lies. We want to thank you for the tenacity with which your leadership was contributed to the establishment and development of the European left. Ich kann Ihnen versichern, dass die griechische Bevölkerung diesen Kampf auch im Namen der deutschen Bevölkerung kämpft. Das ist nicht nur, das ist kein Krieg zwischen Deutschland und Griechenland, sondern ein Krieg zwischen Kapital und Arbeitskräften in Europa. Wir möchten Ihnen besonders danken, ich möchte besonders der Linken danken, denn Sie haben konstant ein Zeichen gesetzt, das Populismus und Lügen bekämpft. Wir möchten Ihnen danken für die Hartnäckigkeit, mit der Ihre Führung beigetragen hat zur Stabilisierung und Entwicklung der europäischen Linken. We live in unprecedented times, not only for Greece, but also throughout Europe. The burden of the crisis has shifted from the markets on the backs of the working class and on the backs of the welfare state. Greece, as we emphasized in the European Left Party, was the guinea pig of Eurozone. Chancellor Merkel herself said unbelievable lies to German taxpayers. She said that the Greeks are paid to lie on their back and take holidays all year round. She has to apologize now. She has to apologize because today Greeks have less vacation days and lower incomes in the euro area. Wir leben in einer beispiellosen Zeit. Nicht nur für Griechenland, sondern auch für ganz Europa. Die Last der Krise hat sich von den Märkten auf die Schultern der Arbeitswelt und des Sozialstaates gelegt. Griechenland, wie wir oft betont haben in der europäischen Linken, war das Versuchskaninchen der Eurozone. Kanzlerin Merkel selbst hat
unglaubliche Lügen aufgetischt für die deutschen Steuerzahler. Sie sagte, die Griechen werden nur bezahlt, um voll auf ihren Rücken zu liegen und das ganze Jahr über Ferien zu machen. Sie muss sich entschuldigen. Sie muss sich entschuldigen, denn heute haben die Griechen weniger arbeitsfreie Tage und niedrigere Löhne als der Rest der Eurozone. Sie must also admit that the loans loaded to German taxpayers are not used to pay salaries and pensions in Greece, but they are used to rescue bankrupt bankers in Greece and Germany, France and other countries. She must also abandon that Eureka plan, which is to privatize Greek public property of the value of 125 billion euros by a company based in Luxembourg. Thinking about a similar German program of privatization of public assets of 750 billion euros would cause great unrest. So, we must warn the Chancellor that such a plan of stealing will be accompanied by both political and legal responsibilities. Kanzlerin Merkel muss auch zugeben, dass die Leihgaben, die den deutschen Steuerzahlern aufgebürdet wurden, nicht gebraucht werden, um Löhne und Renten der Griechen zu zahlen. Sie sind benutzt worden, um bankrotte Banker zu schützen in Griechenland, in Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern. Sie muss auch ihren Eureka-Plan aufgeben, der es vorsieht, griechisches Volkseigentum zu privatisieren im Wert von 125 Milliarden Euro für eine Firma, die in ihren Luxemburg Sitz hat. Ein ähnliches Privatisierungsprogramm in Deutschland mit vom öffentlichen Vermögen von ca. 750 Milliarden Euro würde große Unruhe ins Land bringen. Wir müssten die Kanzlerin warnen, dass so ein Plan, so ein Diebstahlplan, sowohl mit politischen als auch mit rechtlicher Verantwortung einhergeht. A few days ago, Mr. Papandreou, the Prime Minister of Greece, was here in Germany. And he was in a big event that was organized by German industrialists. And in this event, he said to them that he is not interested in the will of the Greek people. Apparently, neither Mrs. Merkel is interested. But this is irrelevant, because the Greek people are ready to defend democracy, and in this fight, the Greeks will have the support of German people. We have the support of German left. We have the support of Die Linke. Ja, vor ein paar Tagen sagte der griechische Ministerpräsident bei einem Treffen von deutschen Industriellen, dass ihn der Wille der Griechen nicht interessiere. Scheinbar interessiert auch Frau Merkel der Wille der Griechen nicht. Aber das ist irrelevant, denn die griechische Bevölkerung ist bereit, ihre Demokratie zu verteidigen. Und in diesem Kampf werden die Griechen unterstützt von der deutschen Bevölkerung, von der deutschen Linken. Dear comrades, Greece has been led into the crisis because of complete tax immunity of wealth and capital, because of excessive military spending, because of the looting conducted by scandalous contracts between the Greek state and multinational companies like Siemens, but not because the lofty salaries and the high pensions. Liebe Genossen, Griechenland wurde in die Krise geführt aufgrund von völliger Steuerimmunität von Vermögen und Kapital.
aufgrund von exzessiven Militärausgaben, aufgrund von Ausbeutung, die von skandalösen Verträgen zwischen Griechenland und multinationalen Konzernen wie Siemens geschlossen wurden. Dies sind die Gründe und nicht hohe Löhne oder Renten. Since then, Greece has followed a vicious cycle of deep recession with dramatic social consequences. And the crisis will spread to the rest of Europe. This policy does not seek to solve the debt problem. Despite the implementation of the memorandum, Greece's debt has risen dramatically. Now the European leadership, today, they are discussing in the European Union summit about a haircut of the debt, not to implement policies for employment and social cohesion, but in order to go on with austerity. Seither hat Griechenland einen Teufelskreis durchlebt von tiefer Rezession mit dramatischen sozialen Konsequenzen. Und die Krise wird sich über den Rest von Europa verbreiten. Diese Politik versucht nicht, das Schuldenproblem zu lösen. Vielmehr, trotz der Implementierung des Memorandums, sind Griechenlands Schulden dramatisch gestiegen. Jetzt versuchen die europäischen Führer, über einen Schuldenschnitt zu debattieren, nicht um Arbeitspolitik und sozialen Zusammenhalt zu erreichen, sondern um mit ihrer Austerität fortzuführen. Greece in 2012 will be in the fourth year of recession. Something similar had a look since the Nazi occupation in Greece, since the period 1941 to 1944. So the challenge now is the direct reversal of the policies of austerity and the moratorium on debt repayment until a really European solution. There must be about a cancellation of a large part of the debt with similar terms of the arrangement of the German debt cancellation in 1953. Which includes a growth clause for repayment of the residual. Griechenland ist in 2012 dann im vierten Jahr der Rezession. So etwas Ähnliches geschah seit der Nazi-Besetzung. Also die Verantwortung, die Herausforderung ist es jetzt, die Schulden umzukehren, die Austeritätspolitik umzukehren und ein Moratorium zu setzen für die Schuldenzurückzahlung bis zu einer europäischen Lösung. Es muss eine Schuldenlöschung zu einem Großteil stattfinden, mit ähnlichen Bedingungen wie damals im Abkommen der deutschen Schuldenaufhebung von 1953, das eine Wachstumsklausel zur Rückzahlung des Restbetrages enthielt. But the messages from the European summit are not positive. The leaders of Europe are trapped in a dead end of neoliberal dogmatism. The Greek experiment of destroying labor and social security rights and selling of public property is ready to export. Weak European countries are pushed over the cliff to save the bankers. So we must prevent this disaster. It's time to end to neoliberalism and to open an alternative way for a social and democratic Europe. We must build a front for the salvation of the people of Europe. This is the message of the Greek left to your conference, to your Congress. Die Botschaften des Gipfels sind allerdings nicht positiv. Die Führer Europas sind gefangen in einer Sackgasse von neoliberalem Dogmatismus. Das griechische Experiment, Arbeiter und soziale Sicherheit zu zerstören und Volkseigentum zu verkaufen, ist fertig, um es zu exportieren. Schwache europäische Länder werden über den Abgrund gestoßen, um Banker zu retten. Wir müssen dieses Desaster verhindern. Es ist Zeit, Neoliberalismus zu enden
und uns für alternative Möglichkeiten zu öffnen für eine soziale, für ein soziales und demokratisches Europa. Wir müssen eine Rettungsfront bilden für die Völker Europas. Das ist die Botschaft der griechischen Linken an ihren Parteitag. The party of European Left, our common home, designated the roadmap for an alternative Europe by a fair debt restructuring at European level, by direct lending by the European Central Bank to member states, by imposing government control to the banking and financial sector, by the redistribution of wealth and support the welfare state, but mainly by the strengthening of social movements of resistance against the common enemy, the greedy and cynical liberalism. Comrades, I'm bringing to you, I convey an optimist message from Greece. On previous days, hundreds of thousands of workers, small tradesmen, unemployed, students and school children, the elderly, flooded the streets of Greek cities. And this explosion of protest and resistance has filled every one of us with strength and optimism, and at the same time panicked the ministerial offices and neoliberal technocrats backstage, also in Greece, but all over the Europe. Die Europäische Linke, unser gemeinsames Heim, hat die Landkarte gezeichnet für ein alternatives Europa. Durch eine faire Schuldenrestrukturierung auf europäischer Ebene, durch direkte Leihgaben der Europäischen Zentralbank an Mitgliedstaaten, durch die Einführung einer Kontrolle des Banken- und Finanzsektors durch die Regierung, Umverteilung von Vermögen und Unterstützung des Sozialstaates, aber vor allem durch die Stärkung sozialer Bewegungen des Widerstandes gegen den gemeinsamen Feind, gegen den gierigen, zynischen Liberalismus. Genossen, ich überbringe eine optimistische Botschaft von Griechenland. In den vorigen Tagen füllten Hunderttausende von Arbeitern, Kleinhändlern, Arbeitslosen, Studenten, Schulkindern, Älteren die Straßen der griechischen Städte. Und dieser Ausbruch des Protests und der Gegenwehr des Widerstandes hat uns alle erfüllt mit Kraft, mit Optimismus, und gleichzeitig hat er die Ministerämter und die neoliberalen Technokraten im Hintergrund in Griechenland und Europa panisch gestimmt. The massive social struggles can change the future. We have the confidence and the belief that in these times, the Greek and the German left, the left across Europe, will always go with a common stride, with fraternal solidarity and faith in the power of social struggles. We believe that our campaign for the Citizens' Initiative for a European Fund of Solidarity and Development can create a dynamic rollover. We are committed to produce a transitional European project to coordinate international action so that the forces of the movement to save our people and our societies. We are committed to protecting democracy before it's too late for Europe. Die massiven sozialen Anstrengungen können die Zukunft verändern. Wir haben das Selbstvertrauen und den Glauben in dieser Zeit, dass die griechische und die deutsche Linke, die Linke in ganz Europa, immer mit einem gemeinsamen Schritt nach vorne gehen wird, mit brüderlicher Solidarität und Glaube an die Kraft sozialer Anstrengungen. Wir glauben, dass unsere Kampagne für die Bürgerinitiative für einen europäischen Fonds, also einen Solidaritäts- und Entwicklungsfonds, zu einer gemeinsamen dynamischen Veränderung führen kann.
Wir sind engagiert, ein transnationales europäisches Projekt, Übergangsprojekt aufzubauen für internationale Aktivität, das die Kräfte der Bewegung zur Rettung unserer Bevölkerung und Gesellschaft fruchten. Wir sind engagiert, die Demokratie zu schützen, bevor es zu spät ist für Europa. Dear comrades, we are at your side as you are on our side. I wish you strength and big success in the works of your Congress. Thank you very much. Also noch das Schlusswort. Wir sind auf eurer Seite, so wie ihr auf unserer Seite seid. Wir wünschen euch viel Kraft und Erfolg bei eurer Arbeit auf diesem Parteitag. Vielen Dank.